Diese drei Keltenstämme haben Namen gekriegt mit der Geschichte. Oben Urner, Uri, dann kamen Schweizer, wo auch unser Name herkommt. Schweizer, warum? Weil die so geschafft, jeden Tag, das so geschwitzt hat. Bei uns kommt nicht von selber, wir müssen aus alles machen, weißt du? Und Unterwalden, also oben Urner, die kassiert, die Schweizer, die geschafft, Unterwalden haben sie gekocht. Das war eine Synergie gewesen, die sind glücklich gewesen, es hat fecht wie verrückt. Und eines Tages haben sie gesagt, Giele, wir müssen feiern, es läuft wie verrückt. Schweizer, nein, jetzt tue, weißt du, nein, hör doch auf, machen wir ganz schnell, tue mir Brätle. Brätle, es war August, ein sonniger Tag. Brätle war damals kein Problem. Heute haben wir ein riesiges Problem mit Brätle, weil Servela haben heute keine Heute. Und ohne Heute kein Morgen für Servela, das kann man schon sagen. Oder? Aber damals war kein Problem. Und die Brätle, die gesungen, es ist wunderbar gewesen, die Lampe gefüllt. Und was machen mindestens drei Schweizer, wenn sie um 8.25 Uhr glücklich sind und Lampe gefüllt hat? Was machen sie? Sie gründen einen Verein. Und das war der erste Schweizer Verein 1291. Und die haben Giele, wir sind drei, aber kommt noch jemand, es ist so fertig. Die sind glücklich nach Hause gegangen, singen und sah, das war der Anfang der Schweiz. Noch nicht Schweiz genannt, aber wissen Sie, Sie wissen das. Wenn bei uns das Glück anfängt, startet auch Eifersucht. Eifersucht, von wem? Nicht vom Ausländer, eben nicht, vom Nachbar. Der Nachbar, der immer beobachtet, um welche Zeit bringe ich den Abfallsack weg am Morgen. Wie werfe ich altes Papier weg? Gebunden oder in Mikropapiertasche? Das ist nicht gut, Mikropapier, aber gebunden muss so sein. Warum? Es ist so, und fertig! Und wer ist der erste eifersüchtige Nachbar von diesem Schweizer Verein gewesen? Es tut mir leid, ein Aargauer. Das ist Geschichte, es tut mir leid. Ein Habsburger, also kann man sagen, ein Österreicher.